Das sind alles Rauschebärte. Gott! Terroristische Muslims! Auf mit ihm, Magwitz! Werfen Sie mit todesverachtendem Geschnatter auf den Feind! Und tschüss. Und weiter geht's. Was für ein Risiko, was für ein Risiko. Ich spiele doch gar kein Schwimmen. Kommst du an Bord, hebst du die Meteor wieder empor und braust gegen den Feind. Einer der Matrosen bedeutet euch, ihm zu folgen. Ihr wetzt ihm hinterher, leider hinauf. Immer höher, bis ihr schließlich auf einer Plattform angelangt seid, die auf der Hülle der Meteor selbst angebracht wurde. Oh Gott, das ist... Ich glaube, ich weiß, jetzt kommt dieses Mini... Gütiger, was für ein Lauf. Schneller, schneller! Wir haben viel Zeit verloren, um sie aufzunehmen zu können. Ich hoffe, sie sind die MG-Schützen, als diese gelten. Ein MG? Natürlich, wir sind eingeteilt. Gestand werden das Gefecht zu besetzen. Trauen Sie das hoffentlich zu. Gut, dann kommen Sie schnell. Vor der Luftpirat sein legbares Luftschiff an den Feind gebracht hat. Der Luftpirat? Schwerter, schwerter, kommen Sie. Jetzt kommt, glaube ich, dieses perverse... Ja, das ist dieses... Oh Gott. Feindkraft mit großer Übermacht an. Es ist an dir, die Meteor zu verteidigen, bis ihre Angriffsreichweite weiter erreicht hat. Feind wird Flugdrohnen einsetzen, kleine, kleine Biester mit Waffen. Schieße sie ab, bevor sie der Meteor gefährlich werden können. Mit dem Falltast lenkst du das Fadenkreuz auf das Ziel, mit Ender schießt du eine Salve ab. Aber doch, wir haben genug Munition! Darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen. Acht lieber drauf, möglichst wenig getroffen zu werden. Mehr als 10 Treffer bedeuten den Tod. Nun gibt 8. Ich dachte 10, es geht los. Das war beim ersten Mal. Ich weiß nicht. Oder war das das? Irgendein Mini. Nö, geht sogar. Dann habe ich das wohl verwechselt. Das ist nur bedingt schwierig mit der Hitbox-Abfrage RPG-Makers. Doppel-MG sogar. Yeah. Doppelwaffen sind immer cool. Macht jedes Spiel besser. Sonst, also egal welches Spiel, ne? Ob jetzt, was ist ich, Reiterhof 10 oder so, oder Hauptsache ist er Doppel-MG, dann ist es, das ist, Doppelwaffen sind immer gut. Macht jedes Spiel gut. Außer Dungeon Lords, aber das zählt jetzt nicht. Das war schon ganz gut. Das war viel zu gut. Tschüss. Und was sind das für Billigdinger, die gleich kaputt gehen, wenn man sie trifft? Geh sterben. Ich mag die Musik dazu. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die her ist. Ah! Oh, ach, oben rechts ist die Zeit, die ich mal wieder so nicht wirklich sehe, weil mein Fraps-Counter im Weg ist. Und tschüss. Ah, komm, stirb. Ich kenne... Kennt jemand Wings? Das ist grafisch auch auf dem Niveau. Nur schwerer. Und in Deutschland initiiert, wenn ich mich kritisieren. Und jetzt verschwinden sie einfach. 40 Abschüsse erzielt, 6 Treffer erlitten. Naja, nehmen wir mit, geht schon. Besser wird's eh nicht. Weißt du, die Kanone erinnert mich irgendwie an Wings of Fury. Das Spiel kennen schon eher mehrere. Deine Schwarm! Der Feigling wird Rosenthal und der Stundensamen! Was kommt nun? Etwas Größeres. Es kommt immer irgendwas Größeres. Ein mächtiger, so ein. Unser MG und dagegen etwas verrichten können. Ja. Was willst? Was war denn das? Oho, ich bin der lokalische Regierung, hat meine Aufzeichnung wirklich gründlich studiert. Professor? Ich habe einfach das Prinzip, zahlreiche Spannen aus zuckenden Blitzen, auf die wir ständig gestoßen sind, zu einer etwas größeren Einrichtung weiterentwickelt. Zumindest theoretisch. Aber der fabelhafte Edison scheint mir einen Finger im Spiel gehabt zu haben, das in der Praxis zu versetzen. In die Praxis zu. Beziehungsweise ist es im Übrigen ganz einfach. Sehen Sie. Yeah, nochmal. Aufladephase steht am Beginn.
über die energetische Kugel auf Zielobjekte leitet. Einfach so. Schließlich können wir den Zusammenhang von Aktion und Reaktion betrachten. Schön. Was für eine interessante Vorlesung, Herr Professor. Das Spiel scheint umgedreht. Nun geht es den Asianern mit Hochtechnologie an den Kragen. Ja, die schießen natürlich auch nicht zurück. Ist klar. Das ist immer so. Hey, die Angriffswelle! Schmilzt zusammen! So eine Sache, die ich nicht verstehe, Professor. Teuerste. Das neue Waffe der Meteor. Habt ihr doch auf der Grundlage marsianischer Technologie da, richtig? Allerdings, das war ein stolzes Stück Gelehrtenarbeit. Aber darauf wollen sie hinaus, Kehrenriste. Müsst ihr den Teil der nicht auch über derartige Waffen verfügen? Wunderbar gemacht, Teufchen! Das wird hoffentlich nicht mir in die Schuhe schieben, dass der Feind nicht ganz blöde ist. Ich glaube, wir kommen es gerade mit dem Flaggschiff selbst zu tun. Wie kommst du denn da drauf? Bloß weil es mehr Kanonen hat als alle anderen und länger ist? Und gütiger, Feind wird tatsächlich seine gesamte Macht in die Waagschale. Halt mal dazwischen fahren! Du musst unten herumsetzen! Das Gegenteil, Herr Leutnant. Günstig, denn der Endangriff droht. Ja. So immer so sinnvoll, sowas zu entern. Wir haben großartig geschossen. Die Helden dieses Kalibers an der Seite. Jetzt bin ich bange. Oh, guck hier. Gegen was man die wieder schwach. Wir werden geentert. Und wir sind drin. Schnitzkörper ist verschwenkt, verboten. Ja. Jetzt machen wir diese Burschen. Tacke. Zweifel an euch selbst. Oh, er beginnt ein. Ich weiß gar nicht mehr, was war effizient gegen die. Scheißegal. Wir sind Anfangsgegner. Oder was ist Anfangsgegner? Naja. Hey, ich habe wieder voll Energiefeld mit drauf, kann das sein? Hm. Oh, die mächtigen Schaden, die machen den. Oder war es Feuer? Weiß es gerade gar nicht. Ja, es war Feuer. Hm. Nicht betroffen, ist geblendet, egal. Oh. Schwinger, Stampfen, Gruppenheilung 3, was soll der Geiz? Ja, hat seine Melodie fast beendet. Ist fast tot. Würde ich eher mal sagen. Ja, 2 hätte auch gereicht. Und tschüss. War jetzt so schwierig. Oh, heißen wir noch ein Level. Puh, hoffentlich komme ich nur mehr. Wenn wir gleich in der Reling abwehren. Sehen Sie etwas? Unsere Seite kommt niemand. Hätte ich gedacht, dass es solche Feiglinge sind. Du Güdiger, wo kommt denn das her? Es kam von mir her, Gewürm. Seht nur, dort kommt er ran. Meine Güte, was für eine imponierende Gestalt. Wer kann das denn sein? Werte Freunde, ich denke, es steht niemand geringer als gegenüber dem Gouverneur der Erde selbst. Sehr richtig, Heißen! Ich sehe, haben Sie es immer noch nötig, die Beschränkten zu beeindrucken. Ha. Moriarty! Ach, halt mal. Gouverneur Moriarty, bitte sehr! Jetzt angesichts dieser Maschine etwas unbehaglich zumute. Sprich doch für Ihren wachen Gefahreninstinkt, Teuerste! Meine Flugmaschine ist tödlich! Hätte ich bedenken können, dass sich ein Schuft viel im Tagland in den Hals wirft. Greifen Sie nur gegen den Strom an, Heißen! Gleich werden Sie mich die längste Zeit überbelästigt haben! Wenn das nicht so leicht, Frau Moriarty, werden wir mit meinem energischen Widerstand rechnen müssen. Eben der ist es, der mich schon viel zu lange ärgert! Ihre Renitenz war von einer Beharrlichkeit, die äußerst schädlichen Resultate hervorbrachte! Ein weniger Zweifel am großen Bürger selbst! Zweifel an ihm! Folgt zu hören. Aber wir werden einen Beweis antreten, der Umwandlung würdig gewesen zu sein. Der Widerstand wird enden. Schickstack! Kevin, wird immer wieder stehen werden. Ach, und womit? Er wird unentschuldigen Idealismus schon mehr gegen mich aufbieten. Nun muss ich mich eilen, mit ihrem Tod noch rechtzeitig seine Anerkennung zu erringen. Rechtzeitig? Weil es kein Aufbegehren mehr geben. Weder in ihren, noch in unseren Reihen, wenn er sein Werk vollendet hat. Ist nur noch gehorsam! Er geht langsam am Platz zum Weglaufen auf. Wir hätten das Schiff länger bauen sollen.
Vielleicht verstehen sie jetzt meine Eile, mit der ich dann gehe, sie zu vernichten. Doch lässt mich das in seiner Gunst steigen. Kürze, wenn alles auf dieser Kugel durch sein Werk in ein Heer aus Sklaven verwandelt sein wird, werde ihr Tod ohne Bedeutung. Ausgespielt. Ja. Protor rechts. Meine Gehilfen besiegt! Will ihn auch mit dir aufnehmen! Sagen es! Gehilfen! Aber nun, Herr Leutnant, stehen Sie dem Meister selbst gegenüber! Ja, schätze ich nicht so ein, aber egal. Mach ich Frost oder Flamme? Ja, wahrscheinlich Frost, aber ich probiere es mal mit Flamme. Oh Gott. Sehr schön. Ja. Luft und Wasser. Nein, ich habe sogar nicht Sprung, Rammtacken und Überraschung, immun gegen K.O. und Konfusion. Feuer und Donner, Schläge. Habe jetzt sogar das Richtige genommen. Aber nicht gegen Schock. Feuer und Schläge. Okay, mit ihr heile ich einfach die ganze Zeit und so, das war's. Hexel mit Rotorblättern. Ja, auf einem Luftschiff mit Feuer spielen. Das ist eine tolle Idee. Gut, stellt natürlich wieder die Frage, was genau das Luftschiff betrieben wird. Also, was in dem riesigen Ballon ist. Das war jetzt eine unnötige Heilung. Ich hoffe, die Rotoren geben bald auf. Wahrscheinlich nicht. Machen sie höchst ungern. Rosea, sie haben sich diesen Kampf als einfach vorgestellt, Herr Moriarty. Keineswegs, Teuerste! Sie entspringen ganz meinen Erwartungen! Wäre ich schon selbst erschienen? Wäre ich sonst schon selbst. Ach, was auch immer. Heißen ist mal wieder blind. Oh nee, nicht konfus. Ich hasse konfus. Und das war Rotor 1. Heilt Konfusion, heilt Vergiftung und alle schlechten Zustände auf. Natürlich genau die Heilerin. Es ist immer cool, wenn die Heilerin konfus ist. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Dauerfeuer. Wirkt Dauerfeuer. Benutzt Dauerfeuer? Keine Ahnung. Wirkt Dauerfeuer, klingt auf jeden Fall etwas komisch. Und ich habe schon schwerere Kämpfer gemacht. Halt, Moment. Nicht Schwinger, sondern Faustschlag. Das müsste theoretisch effizienter sein. Warum nicht? Flammensturm? Feuerball. Ja. 211. Der ist bald platt. Hoffe ich. Wenn ich das erste Mal, dass ich mich vielleicht verschätze. War eins, was ebenso fähig wie ich selbst, Moriarty, konnte diesen Weg einschlagen. Fast! Fast! Ein ihr hochmütiges Angesicht erinnert mich an die Richtigkeit meines Tuns heißen. Ach, geblendet, wie ich es liebe. Statusveränderungen wirken immer wunderbar auf die eigenen Leute, aber auf den Gegner ist es immer recht schwierig. So, das reicht. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Es ist an der Zeit, ihnen das ganze Ausmaß meiner Macht zu demonstrieren. Ach ja, jetzt wird er gleich, glaube ich, unangenehm, oder wie war das? Gruppenheilung. Ah, ja. Aber das können wir gegenhalten. Solange man gegenhalten kann, ist alles in Ordnung. Wenn das nicht mehr kann, wird es schwierig. Seine Attacken sind so nutzlos. Das ist toll. Ein Monster ging gerade die Magiepunkte aus. Gleich! Zu einer selben das so anzusetzen! Sackfutter! Lobator! Du hast mir lange genug in den Weg gestellt! Oh. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Niemand will dir was tun.
halt, Moment, das ist eine Lüge. Aber man soll ja lügen. Ja, ja, wärst ja gleich geheilt. Jetzt komm mal ruhig hier. Man muss irgendwann mal sterben. Ja, so langsam geht's aufs Ende zu. Ach nein. Nein, eine Heilerin auch noch. Tolle Sache. Ich mache lieber erstmal eine Gruppenheilung, bevor ich... Halt, Moment, er war ja gar nicht. Och nein, es sind alle konfus, leck mich. Och komm, nein, leck mich. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich tot, ne? Nein. Oh, das... Och, leck mich doch! Ich glaub's nicht. Schon fast tot und dann kommt der Scheiß. Ah. Jetzt weiß ich wieder, warum der Gegner scheiße war. Ich muss ihn trotzdem erstmal einschätzen. Herrlich. Wirklich sehr schön. Kann man nicht anders sagen, also... Wunderbar gemacht. Ja, ich weiß, was er kann, was nicht. Warum überhaupt Feuer und Donner? Gibt's doch gar keine Feuer-Donner-Attacken, oder? Als Gruppenheilung. Darf nichts anderes machen. Och nein! Leck mich doch! Riechwasser. Das ist jetzt natürlich schon mal hier ganz toll. Egal, alles halber drauf. Und hoffen, dass sie jetzt überlebt. Ich glaube, es fast nicht. Boah. Boah, glückhaft. Heißen ist zwar tot, aber sie lebt noch. Ich heile erstmal nochmal, bevor ich Heißen wieder belebe. Sicher ist sicher. In der Kloppe. Und da ist auch der erste Roter schon tot. Das hat doch schon mal viel Schönes. Apropos. Alter. Ist er gegen Stille auch immun? Das ist eine gute Frage. Ah, er ist tot. Okay. Ich hätte es nur merken sollen. Das wäre vorteilhaft gewesen. Ach, jetzt habe ich nochmal Flammeninferno benutzt. Ich vollpost. Okay, wir müssen nochmal einschätzen machen. Und Feuerball. Das müsste ja theoretisch besser sein, weil... Immun gegen K.O. und Konfusion. Auf dem Stille steht da nix. Sehr gut. Und irgendwie ist die Attacke schwächer. Okay, Stille. Versuchen wir es nochmal damit. Funktioniert natürlich überraschenderweise nicht. Wer hätte es erwartet? Was
versuchen wir es nochmal. Ja, nein, nicht schon wieder. Machen wir es diesmal anders. Ja, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich hier Gruppenheilung rausbekomme. Puh. Heißen kann warten. Er kann nicht mehr und... Moment, habe ich nicht noch irgendwo... Könnt ihr euch mal entkonfusionieren? Damit ich da nicht früher drauf komme. Jetzt kann ich als Erster. Ah. Das bringt mir noch nicht viel. Halt. So wollen wir tun. Haben wir das Problem schon mal weg. Bevor wieder alle konfus sind. Das war nicht lustig. Ich habe fast fünf Flammeninferno macht mehr Schaden, obwohl es alle Gegner statt nur einen angreift. Naja, es bleibt hier einfach gleich, würde ich sagen. Nein! Ach! Toll, jetzt bin ich gleich wieder tot. Versuch's mal so, aber ich werde wieder sterben. Nein? Nein. Ich hoffe, wir bekommen die Gruppenheilung als Erster. Dann habe ich jetzt ein Problem. Oh ja, geht so auch. Auch wenn es eine Ball. Riesals Verschwendung war, aber bevor sie dann am Schluss doch nicht wiederbelebt wird. Toll. Geschwindigkeit hoch ist auch nur bedingt nützlich. So langsam musst du doch dann mal aufgeben. Irgendwann mal. Bitte? Na endlich! Okay, hat auch Zeit. Voll brutales Spiel. Also wer ist auf dran? Dann noch klein klein machen! Doch nur. Ach warum? Der Alpdruck. Der Alpdruck, die Schau darf nicht fällen. Wir haben mich von unserer Welt genommen. Scheibchen für Scheibchen! Mit Moriartys Ende haben wir den Tag an ihre bedeutenden Figuren eingebüßt. Also den Werdegang! Eine Slagkugel eingeschlagen! Das ist aber genug, Schatz. Lass bitte deine grimmigen Kommentare. Es freut mich, dass du mich in die anspielungsreicheren Bereiche der Rhetorik verdrängst. Oh Mann, wollen wir Moriarty das letzte Wort nicht mehr aus dem Kopf. Was für ein Werk sprach er bloß. Sehen Sie nur, der Endeangriff scheint versiegt zu sein. Freund, die Flachschiff hat seinen Herrn eingebüßt und ist ebenso führer wie hilflos. Weiter machen, Kerl! Lauf mal sehen! Was Blitz? Liegt komplett alles in der Luft? Nimm mir der, doch nur die Kraft zu einem finalen Schuss hätte. Hell, im Maschinenraum, vielleicht können wir helfen. Du Gütiger, was war das? Und tschüss. Hurra! Was für ein helles Schiff, dieses mit diesem Meteor ist. Du Gütiger, sollte Moriarty mit dem Werk etwa. Wie bitte, verreden Sie? Das ist also ungütiger. Professor?
Schnell, folgen Sie zu Kapitän. Ich fürchte jetzt halt jede Stunde. Professor, Ihre Eile ängstigt mich. Tönen wir die kostbare Zeit nicht mit Fragen. Ihr Schiff muss starten. Schon? Wohin? Warum? Ach ja, keine Fragen! Allerdings, wenn du Luftschiffe eilen. Zur Brücke, schnell. Oh, kann ich noch was mitnehmen? Flugfähige Rotorenscheibe. Hochinteressant. Heißt es nicht eben noch, wir müssen uns beeilen, Herr Professor? Meine Güte, natürlich. Nicht zu weit und zu Kartell geeilt. Ah ja, schön. Ist da noch irgendwas? Die Brücke! Ist befohlen! Ach, Brücke, Maschinengewehr. Ist fast dasselbe. Hülle unten. Wofür ist dieser Raum da? Zum Speichern. Gondel unten. Ganz bekannt aus! Also jemand? Doch schon alles was gesehen? Herr Leutnant, hätte er gehört, dass die Brücke Backbord läge? Warum denn nicht? Ja, Steuerbord, Backbord. Ich nehme an, da kann ich auch nirgendwo rein. Kommt einem überhaupt nicht bekannt vor, dieser Aufbau. Im Heck liegt's auch nicht. Ja, voll raffiniert, da mal die Brücke hinzubauen. Richterlich durchsetzbare Verfügung gegen rufschädigende Anfeindungen, die dreiste Verleugnung eines angeblichen Plagiats treffend aufgesetzt von O. Hoffmann. Ein Plagiat? Nächster. Ich sehe die erstaunliche Ähnlichkeit zu einem anderen Gefährt nicht entgangen sein. Trainieren. Mit Druckgerätschaften lässt sich der Inhalt der Gashülle lenken und leiten. Das ist ein Ballon. Sehen wir einen Kommissionsdruckkolben. Herbergungsgerätschaft in schönster Vollendung. Mit einem Ballon, wie reizend. Aber beachte auch die Kompressionsdruck. Es drunter schwebt schön. Schlagen Sie unsere Leutnant. Simple Balloon endet mehr gefallen als die fabelhafte Apparatur. Bitte beides, gleich einmal atmen. Ach, wie auch immer. Globo steht in angemessener Würde auf der hölzernen Kommode und strahlt belesene Erhabenheit in alle Richtungen aus. Ist schon ein toller Einrichtungsgegenstand. Ich hab euch gesagt, kauft euch einen. Kompassnadel weiß strikt in eine Richtung. Na, schütteln! Das Ding scheint zu klemmen! Also gut, schon Leutnant. Das magnetische Klemmung hat durchaus System. Tja. Hat hier Empfang. Na klar, ist auch mit dem Logbuch. Die Jungfernfahrt im Meteor läuft gut an. Die Rotoren drehen kräftig, die Hülle schwebt majestätisch und die Gondel sitzt. Soeben kommt über den phonetischen Verstärker der Einsatzbefehl. Die Meteor kann sogleich im Ernstfall proben. Ich weiß, sie besteht. Gleich in diesen Luftschiffen. Luftschichten, meine Führer, bin ich zu beschäftigt für einen Plausch. Ach, Menno. Himmel, blau, leichte Wolkenbildung! Ach, die dürfen irgendwo rumspielen. Später, später, sehen noch, was ich gerade zu tun habe. Sehen lediglich, herumstehen, Karl! Also, Schatz, mach ruhig an Bord zurück, da gibt es bestimmt eine Gelegenheit für ein Gespräch. Jan! Was gibt es? Der phonetische Verstärker ist noch in einem sehr frühen Stadium. Er kommt zu mir! Jetzt der Herr. Ja, bestimmt später noch Gelegenheit für ein Schwätzchen. Herr Schell, sei denkt! Ist der Kevin dieses Luftschiffs? Du hast recht. Ich bin ein geheimnisvoller Mann mit der Maske. Besser bekannt als der Luftpirat. Ich gebiete über... Aha! Zurück vollständig identifiziert! Herr Reiser, können wir übernehmen! Fällt ihn ein. Wir haben einen dramatischen Vorstellungsmonolog zu platzen, mein Herr. Einwille! Sind dienstlich verboten! Führ dir nur Anweisungen aus! Ich habe stundenlang vor dem Kabinenspiegel geprobt und mir einfach so meine Rede unterbrechen. Eilt, Mann. Bringen Sie mich auf die Stelle zum Präsidenten. Ich habe schlimmste Gefahr zu berichten. Was wird aus meinem Auftritt? Voll dunkler Theatralik? Nachher. Nun bringen Sie mich zum Präsidenten von Vulkanien. Das werde ich nötig sein. Mit dem vernünftigen Verstärker. Dieser erstaunliche Gerät. Können wir jetzt eine Verbindung mit der Bodenstation aufnehmen? Verdammt! Da war die ungeteilte Aufmerksamkeit, angeschließener Ergriffenheit. Sprechen Sie, die Verbindung steht. Hallo, Erdboden! Mensch, der Magwitz! War ja ein toller Wolkengerät! Hier unten alles verfolgt! Verzeihung, exzellent. Ich fürchte bedrohliche Nachrichten zu haben. Was Fritz? Gehen die Heringe zur Neige? Wie? Entschuldigen Sie, Herr Präsident. Vielleicht übernehme ich einen Moment. Kotlitzer hier. Was sagen Sie da, Professor? Wir haben alles noch die größte Gefahr, Kotlitzer. Wie das? Haben wir nicht soeben eine immense Siegerung? Das wohl. Doch fürchte ich, werden wir in Kürzung Früchte betrauben. Drogen, ja. Was setzt so eine Ungeheuerlichkeit an? Ich bin aber selber gespannt.
Das letzte Wort ist Erdkunde, Sprache von einem Werk, an dem der große Höhe gearbeitet. Muss mal gelten. Ein Werk, dessen Abschluss alle die Sklaverei zu bringen droht. Es klingt mir doch sehr nach dem Hoffnungsschäumen eines Hochstaplers. Nehmen Sie das etwa ernst, Herr Professor? Tödlich, Herr Kugelzer. Wir wissen doch nur zu gut, um die Macht der Marsianer, andere Wesen mit Lug und Täuschung ihrer Gaugelfähigkeiten gefügig zu machen. Und ich fürchte, genau daraus sind sie nun aus. Der Taglabend erst ein purer Gewaltversuch und sind trotz ihrer Waffen wunderbarerweise gescheitert. Auf der Erde belangen noch nicht den Anwürfen des marsianischen Blendwerks aufgesetzt war, kann nur bedeuten, den Tag ihrer Kräfte für einen umfassenden Schlag sammeln und bündeln und konzentrieren. Ich habe nichts Geringeres, einen jeden Widerstand niederschmetternden Gedanken, Herr Schacke. Wie entsetzlich! Was können wir dagegen tun? Das Verhindern, das ist die einzige Möglichkeit. Möglicherweise ließe sich das nur auf dem Mars selbst bewerkstelligen. Und wo ein Weltengefährt hernehmen? Die Meteor! Wie mein? Zu welchem Zweck meinen Sie wohl, die herrliche lunkbare Luftschiffe wurden konstruiert worden? Sie gefickt im Weltall? Ja, Popo ist noch nicht, aber auf dem Papier. Halt sofort auf, Kapitän Mars. Es sind noch nicht so weit. Ach, jetzt haben Sie meinen Namen verraten. Das ist ein Auftritt für die Katz. Bester Kapitän Mars, im Meteor ist die Rettung. Das sollte es möglich sein, die Wolkenstadt der Tentakler selbst anzusteuern. Hoho, ich bin dran von Ihnen. Genau so ein Einsatz ist die Meteor auch konzipiert, aber sie ist noch nicht so weit. Ihre Bedenken, den Gefängnis abzustellen, mit Attacke geritten wird! Kotlitzer, sollen einzelne Mühen umsonst gewesen sein? Wir müssen angreifen, jetzt! Oder, das nenne ich, ein tapferes Geschnatter! Eure Exzellenz, die Meteor ist stark beschädigt, selbst wenn es prinzipiell möglich wäre. Na bitte, wird er geklärt! Magwitz, nu, wo ist er denn? Schicken bereit, präsent! Teufelspinguin! Was meint ihr, loslegen zu können? Unverzüglich. Wenn wir unbehelligt am Mars rankommen, könnten die nötigen Reparaturen auch unterwegs geleistet werden. Richtig! Sehen Sie hoch an, dass sich das pinguinfeindliche Element begibt! Die Trage scheint allmählich besser zu werden. Na ganz deutlich! Stabbefehler ausgehört haben! Dann auf, Herr Luftschiffer! Bringen Sie uns hinauf zum roten Planeten! Luftfahrt steigt empor als eigenes Element! Keine Gefahr, die ihn bewältigen! Fliegen Sie einfach los, bitte! Ja, der Feind an Bord. Schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Also gut, stand umgehend. Ich werde Hilfe benötigen. Der größte Teil der Mannschaft ist mit Reparaturdiensten beschäftigt. Da benötige jemand, der die Druckgeräte bedient. Was ist zu tun? Wenn man die Uhr sicher durch die verschiedenen Atmosphärenschichten aufsteigen kann, muss ständig ein Druckausgleich in ihrer Hülle erfolgen. Wenn eines der Geräte beginnt zu dampfen, flitzt zum Anzeigefall und beendet den Druck zu regulieren. Ja, das lässt man mich hier sagen. Langsam Ausstieg starten. Jetzt! Ja, dann speichern wir erstmal, bevor wir auch sterben. Und wo jetzt? Ui! Wow, es ist so anspruchsvoll. Was so passiert, wenn man es.